Bilder aus der Traumwelt des normal veranlagten Mannes. Ein Model mit Traumfigur. Und zimperlich ist die Dame offenbar auch nicht, packt wohl gerade für den Abenteuerurlaub. Aber ein Brustschutz aus Hartplastik? Das Unternehmen scheint ja etwas heftiger auszufallen. Und überhaupt sieht das hier nicht nach komfortablem Dschungelcamp aus. Anstrengend wird es auch noch. Und nun greift sie doch tatsächlich zum Schießeisen. Ab jetzt sind wohl normale Weicheier nicht mehr gefragt. Hier geht's ja wirklich zur Sache. Und ob's der Dame selbst noch gefällt, weiß man auch nicht mehr. Nun mischt sie sich unter jene, von denen unser Eins nicht immer nur Gutes erwartet. Auch wenn das Essen prima schmeckt. Das hier sieht nach mentalem Training aus. Das dann mit einem Bauchtanz belohnt wird. Wir bitten um Aufklärung, Tamara Reich. Aber bitte auf Hochdeutsch. Ich fühle mich sehr wohl. Mach mir da überhaupt keine Sorgen. Frau Reich, Sie haben vorhin verraten, dass René Fleming von Ihnen beobachtet wurde, wie Sie in Bremen ankamen und so viel Gepäck bei sich hatte, dass Sie sagen, sie gilt zu Recht als Diva. Nein, das hat nicht mit dem Gepäck zu tun. Von Ihrem Auftritt, aber, genau, auch Sie sind beobachtet worden und dabei ist festgestellt worden, dass Sie bei Ankunft einen Moment von Panik hatten, weil Sie das Gefühl hatten, Ihr Koffer ist weg. Das war auch so. Das ist mir zum ersten Mal passiert. Und was hat Sie dabei so in Panik versetzt? Weil ich im Koffer noch Utensilien bei mir hatte, die nicht für andere bestimmt waren. Können Sie uns verraten, da wir ja zu später Stunde nur noch unter uns sind, was da zu finden gewesen wäre? Ich hatte was dabei, wo sich jeder Bürger wehren kann. Das ist das Nachfolgerprodukt vom Pfefferspray. Mhm. Und da habe ich ein paar Exemplare mitgenommen. Extra für uns, für die Sendung? Ja, ich habe sogar einen dabei. Mhm. Selbstverständlich ist der leer, das ist ein Dummy. Dürfen wir mal sehen? Ja. Aber bis Sie den rausgekramt haben, haben Sie aber längst einen irgendwie auf der Nase, oder? Normalerweise habe ich es in der Handtasche oder an den Hosen angeklippt. Geht das schneller? Aber man sieht, es ist wie eine Zigarettenschachtel. Mhm. Ist ganz handlich, geht mit 140 Stundenkilometer raus, ist eine chemische Flüssigkeit und kann den Angreifer bis zu einer halben Stunde neutralisieren. Sei es ein Mensch oder Tier und es gibt keine Folgeschäden. Das ist ganz wichtig. Das ist für mich sehr entscheidend. Okay, also wir müssen vielleicht erklären, warum Sie mit diesen possierlichen Teilen so durch die Weltgeschichte fahren. Das ist, dass Sie nicht eine Laufbahn eingeschlagen haben als Model oder als Schauspielerin, obwohl Sie Erfahrung haben mit diesen Berufen, sondern Sie haben eine Firma gegründet für Personenschutz. Und Sie waren selber, wenn das keine Erfindung ist der Zeitung, selber auch Personenschützerin. Richtig. Und Sie haben sich von den härtesten Ausbildern der Welt traktieren lassen. Warum? Weil ich von dem Besten lernen wollte. Ich wollte eine neue Fachkompetenz mir aneignen. Ich komme aus der Unternehmensberatung heraus. Das Modeling oder die anderen Aufträge, die ich in diesem Bereich hatte, waren mehr ein Hobby für mich. Und ich wollte einfach von dem Besten lernen und bin durch einen Zufall in so ein Sicherheitsprojekt hereingeraten und war sofort fasziniert und wollte natürlich alle Disziplinen lernen und habe mich dann international ausbilden lassen. Das war ein Trainingscamp in der Negev-Wüste, was wir da gesehen haben. Unter anderem in Israel. Ich habe nicht nur in Israel Ausbildungen absolviert. Die als die Besten der Welt gelten. Sie haben einfach die größte Erfahrung, ja. Leider. Muss man sagen. Und darum wollte ich mich auch von Ihnen zusätzlich noch ausbilden lassen. Ich habe dort alle Ausbildungen absolviert in diesem Zusammenhang. Nun sitzen hier in dieser Runde lauter Männer, die sind die Sanftheit in Person. Albano Carisi, Richie Müller, ich, Alfred Biolek. Ja? Lauter Frauenversteher. Lauter sanfte Verstehertypen. Ja? Und wir sind so wahnsinnig neugierig, woran würde man erkennen, dass uns jemand etwas Böses will? Schwierig zu sagen. Das kann man nicht einfach in einem Wort oder in einem Satz fassen. Gibt man da nicht ein Gefühl für in der Zeit, mit der Zeit? Ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf die Körperhaltung drauf an und auf die Situation. Man kann nicht im Allgemeinen sagen, dass jemand was Böses will und dann kommt es immer noch darauf an, was der vorhat. Es muss ja nicht immer gleich ein Mordanschlag sein.
Ich versuche dann noch konkreter zu werden, weil wir reden ja meistens hier aus der Praxis. Wir haben hier einen Redakteur, der ist doppelt so groß und doppelt so breit wie ich, was nicht so schwer ist, ich gebe es zu. Der fährt jeden Tag Straßenbahn und ist terrorisiert, weil er sagt, er hat da eine schwierige Klientel in der Straßenbahn. Also Schlägertypen, deutsche Schlägertypen, manchmal auch verhaltensoriginelle Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und die machen praktisch terrorisieren, können eine Straßenbahn terrorisieren. Und er weiß nicht, wie man sich da helfen kann. Da gibt es in erster Linie mal die Zivilcourage, die ganz entscheidend ist. Und dass man sich gegenseitig unterstützt. Dieses Problem haben wir auch in der Schweiz, obwohl das viele nicht glauben. Dass man sich einfach zusammentut und sich gegen diesen Randalieren oder was auch immer, die Unternehmen sich wehrt. Und es gibt eben solche Hilfsmittel, wie ich gerade gezeigt habe, wo man auch eingreifen kann, wenn es wirklich ernst wird. Aber Zivilcourage, das sagt sich mal so leicht. Haben Sie so eine Situation in Zürich in der Tram mal erlebt? Permanent. Dass Sie eingreifen mussten? Richtig, ja. Wie machen Sie das dann? Was hilft denn da? Ich arbeite sehr viel mit der Stimme. Aha. Oder versuche mich auch diesem Publikum anzupassen, in ihren Worten, in ihren, wie soll ich sagen, wie sie sich auch verhalten, in dieser Sprache reagiere ich entsprechend und das erwarten die nicht von mir. Und das hilft meistens schon bereits. Wie klingt das dann, wenn Sie so ein paar zusammenstauchen? Also, wenn ich unterwegs bin, geschäftlich, bin ich im Business-Outfit gekleidet. Man erwartet von mir nicht, dass ich mit einer lauten Stimme reagiere und eingreife. Und das alleine irritiert meistens schon viele, dass sie aus diesem Grund schon stoppen. Mhm. Gut, aber Sie könnten sich im Zweifelsfall wehren, weil Sie ausgebildet sind. Unser Redakteur kann, glaube ich, nicht mal Judo oder Karate oder irgendwas. Der hat Angst und er sagt, es hilft mir auch keiner, aber wenn ich mich mit denen anlege. Es gibt Hilfsmittel, wie dieser Guardian Angel oder in Deutschland heißt es Doc Shock. Wir vergewissern uns nur, weil wir hier im Öffentlich-Rechtlichen sind. Sie sind nicht beteiligt an der Firma. Nein, völlig unabhängig. Nein, ich glaube, dass diese Wunderwaffe, die Sie propagieren, in Deutschland benutzt wird, wenn man Angst vor Hunden hat oder einen Angriff von einem Hund befürchtet. Ich glaube, es gibt es in Tiergeschäften. Sie können es auch anderswo bestellen, auch übers Internet. Mhm. Es ist einfach wegen der Gesetzesgrundlage, aber es ist im Prinzip dasselbe Prinzip. Nun gibt es ganz viele Menschen, die sagen, wenn du erstmal was rausholst, dann lebst du wirklich gefährlich. Dann holt der andere Mensch auch was raus. Eine Waffe. Ich denke, das ist relativ. Mhm. Was heißt relativ? Also ich denke, wenn man sowas einsetzt, dann muss man sich dessen bewusst sein und sich mental darauf vorbereiten. Man kann nicht einfach sowas bei sich haben und dann mal, ja, ich brauche es jetzt mal und setze es mal ein, sondern es muss gezielt eingesetzt werden. Glauben Sie, dass es Menschen... Man muss sich das auch durchspielen, diese Situation. Ja. Ich sage auch immer, wenn man solche Produkte verwendet oder Selbstverteidigungskurse besucht, man muss wirklich auch das mental durchgehen. Was mache ich tatsächlich, wenn einer vor mir steht? Und das immer wieder, das muss sich wiederholen. Es muss ein Automatismus werden. Sonst wird es gefährlich. Wer hat die Zeit dazu, fragt Gritsche Müller. Kann man genau das trainieren, wie man in so einer Situation, die andere Menschen schockieren würde, möglichst noch den kühlen Kopf behält? Ich denke schon. Es gibt ganz einfache Übungen dafür. Es heißt, dass dort, wo Sie ausgebildet worden sind, es zu den schönsten Übungen gehört, dass ohne Vorwarnung jemand Ihnen in die Magengrube schlägt. Das gehört zum Programm, richtig. Was lernt man da? Das wehtut. Der Hintergrund, nein, das hat einen psychologischen Hintergrund selbstverständlich, weil wir wollen ja niemandem was zuleide fügen, sondern dass man auch in einer solchen Situation noch richtig handeln kann und einen kühlen Kopf behält. Und das lernt man nur auf diese Art und Weise. Wenn man nicht gerade ein Multimillionär ist oder ein Politiker, der was Anstößiges gesagt hat oder